Schauen Sie sich mal diese beiden Bilder an. Wären dieser bärtige Typ und diese zierliche, blonde junge Frau nicht ein schönes Paar? Es gibt da aber ein Problem, denn es ist ein und dieselbe Person. Ja, tatsächlich. Hier haben wir für Sie die faszinierende Geschichte, die dahinter steckt. Vom Macho-Man zur Blondine. Das Videotagebuch dieser unglaublichen Geschlechtsumwandlung fasziniert Millionen im Netz. Doch welche Geschichte steckt dahinter? Wir sind in Austin in Texas. Der Mann oder die Frau aus dem Video nennt sich Sona und hat uns eingeladen. Wohnungsnummer 317. Ist wahrscheinlich hier oben im dritten Stock. Jetzt bin ich total gespannt, wer jetzt hier aufmacht. Hello. Hi. Wow, Sona? Yes. Hi, wir sind von Galileo. Hi. Hey. Schön, euch kennenzulernen. Kommt doch rein. Wow, du schaust amazing. Toll aus. Yeah. Wirklich, wie eine Frau. Like a woman. Yes. Ja, das ist auch die Idee. Come on inside. Wenn wir nicht wüssten, dass Sona mal ein Mann war, wir würden es nicht erahnen. Doch wie die Verwandlung genau funktioniert hat, noch treten wir da in einige Fettnäpfchen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie du zur Frau geworden bist. Das sagt man so nicht. Da würde ich von meiner Transgender-Community verpönt werden. Wir werden nicht zu Frauen. Wir fangen nur an, uns anders auszudrücken. Denn Sona fühlte sich schon immer als Frau, von Geburt an. Bis vor 3 Jahren war das ihr großes Geheimnis. Alle kannten sie nur als Matthew und der war Berufssoldat. Denn bereits kurz nach der Highschool tritt er den Marines bei, der Eliteeinheit der US-Armee. Ich bin zu den Marines gegangen, weil ich dachte, die werden mich zum Kerl machen. Plötzlich war ich umgeben von all diesen Macho-Typen. Die lieben alle Autorennen und stehen auf Waffen. Um dazu zu gehören, habe ich mir auch eine Waffe gekauft und ein schnelles Auto. Dachtest du denn zu diesem Zeitpunkt, dass du immer ein Mann bleiben wirst? Ich war mir sicher, dass ich mein ganzes Leben als Mann leben werde. Das hier war keine Option. Mit 23 heiratet Matthew. 5 Jahre später kommt seine Tochter zur Welt. Er lebt scheinbar den American Dream. Niemand weiß, dass er sich innerlich zerrissen fühlt. Er flüchtet in sein Soldatenleben, absolviert 6 Einsatztouren im Irak und in Afghanistan. Als er 29 ist, verlässt er die Army. Seine Ehe geht in die Brüche. Es ist die Chance auf einen Neuanfang. Als meine Frau mich verließ, musste ich plötzlich nicht mehr den Mann spielen. Ich habe langsam angefangen, mich in Frauenklamotten zu kleiden. Und ich fühlte mich erstmals wie ich selber. Ich begann, mein ganzes Leben zu ändern. Ich habe mit Yoga angefangen, Duftkerzen angezündet und begonnen, daheim aufzuräumen. Solche Sachen. Es ist Ende 2012 und die Verwandlung von Matthew zu Sona beginnt. Eine Verwandlung, die er systematisch festhält in tausenden Fotos. Erster Schritt: Abnehmen. Matthew wiegt damals 110 Kilo. Er hört auf, Fastfood zu essen und beginnt mit Sport. Dann der zweite Schritt, die Barthaare entfernen lassen. Das war total schmerzhaft. Wie ein Sonnenbrand auf dem ganzen Gesicht. Nur viel, viel schlimmer. Um den Bart wegzubekommen, muss man eine ganze Reihe von Behandlungen über sich ergehen lassen. Ich hatte insgesamt 14 Laserbehandlungen. Matthew beginnt mit einer Hormonersatztherapie, verschrieben von einem Therapeuten. Das ist Pflicht hier in den USA. Die Pillen zeigen schnell Wirkung. Er bekommt weiblichere Rundungen, seine Haut wird weicher und die Stimme höher. Okay, so we're on Mount Sheldon in Michigan. I rode all the way out here. 5 Monate nach Beginn der Behandlung folgt die Brust-OP. Nochmal ein halbes Jahr später lässt Matthew sich die Hoden entfernen. Das alles kostet ihn mehr als $10.000. Und was ist mit den Haaren? Als Mann hatte Matthew schließlich eine Halbglatze. Und jetzt? Genau, eine Perücke. Die Glatze darunter hat sich zum Irokesenschnitt ausgewachsen.
So eine Frisur seid ihr nicht gewöhnt, oder? Ab und zu gehe ich ohne Perücke aus. Ziemlich crazy. Wenn du jemals angestarrt werden willst, so geht es am besten. Seit 2 Jahren ist Sona auch ganz offiziell eine Frau. Ihr neues Geschlecht abgesegnet von einem US-Gericht. Auch bei uns ist das dank des deutschen transsexuellen Gesetzes möglich. In ihrer eher konservativen Heimatstadt Detroit hielt es Sona aber nicht mehr aus. Seit kurzem wohnt sie hier im liberaleren Austin. Doch der Umzug nach Texas fiel Sona alles andere als leicht. Das ist sie hier, meine Kleine. Die macht so viel Spaß. Aber sie lebt nicht bei dir, oder? Leider nein. Sie lebt in Detroit. Ich sehe sie oft, es geht. An Weihnachten und in den Sommerferien. Wie nennt sie dich denn? Sie nennt mich Sona oder auch Sona Mama oder einfach nur Mama. Ich weiß natürlich, dass ich eigentlich ihr Vater bin und das auch immer sein werde. Also darf sie mich nennen, wie auch immer sie will. Ich würde ihr das niemals vorschreiben. Ich will einfach nur, dass sie glücklich ist. Sonas neues Leben, das hier sind meine Eierstöcke, nimmt weiter Gestalt an. Täglich schluckt sie Hormonpillen, ihr Leben lang. Sonas ursprünglich männlicher Körper wird nie selber weibliche Sexualhormone produzieren. Ein großes Ziel hat die 33-Jährige noch. Sie wünscht sich weibliche Geschlechtsorgane. Aber diese sogenannte geschlechtsangleichende OP würde noch einmal etwa $20.000 kosten. Sona spart jeden Cent. Doch als Transgender-Frau Arbeit finden ist nicht einfach. Aktuell schlägt sie sich als Taxifahrerin durch. 7 Tage die Woche. Ich habe keine Ahnung, wie es mit meinem Leben weitergeht. Es gibt immer noch viel Diskriminierung in diesem Land. Ich habe bisher einfach keine gut bezahlten Jobs gefunden. Aber ich bleibe positiv. Ich werde es weiterhin probieren und mich auf meine Ziele und Pläne konzentrieren. Ihr virales Video hat Sona innerhalb kürzester Zeit zu einer Transgender-Galionsfigur im Kampf um Gleichberechtigung gemacht. In den Kommentaren gibt es Hater, aber auch ganz viel Aufmunterung. Nicht zuletzt von ihren Soldatenfreunden. Klar, habe ich ein paar Kameraden verloren. Aber es gab viele, die mir geschrieben haben und sagten, hey, wir haben zusammen in Afghanistan und Irak gedient. Ich habe dein Video gesehen und ich wollte dich wissen lassen, gut gemacht. Deshalb kämpfen wir, damit wir in einem freien Land leben können, wo wir uns so ausdrücken können, wie wir möchten. Vom bärtigen Macho zur zierlichen Frau. Sona hat diesen Schritt nicht bereut. Auch wenn ihr neues Leben als Frau nicht immer einfach ist, es ist das einzige Leben, das sie sich vorstellen kann. Das hier ist kein gewöhnliches Restaurant. Der Gast betritt nicht einfach einen Speisesaal, sondern eine andere Welt. Klickt hier rein.